Wenn er sich die große Uhr anschaute? Würde ihm doch einfallen, wie die kleine Uhr aussehen müsste. Coco war froh, als der Lärm wieder aufhörte. Aber vielleicht war es Zeit, einzupacken und wieder zu gehen. Was ist mit der Uhr? Die ist noch nie stehen geblieben. Nie. Die große Uhr in der Bibliothek ist stehen geblieben. Nichts wie hin! Moment, Stan, sag mal, was können wir denn da tun? Hey, wir sind Feuerwehrleute, das kriegen wir raus. Herr Tick, die Turmuhr ist kaputt. Etwa die Bibliotheksuhr, auf die sich die ganze Stadt verlässt. Ja! Tatsächlich, aber das ist doch noch nie passiert. Wir müssen schnell wie der Blitz sein. Endlich hatte Coco alle Werkzeuge. Aber fehlte nicht doch irgendwas? Danke sehr, vielen Dank. Bitte lassen Sie mich nun allein, ich muss horchen. Wem das gehört? Was macht denn ein kleiner Kerl wie du in einer Riesenuhr wie dieser hier? Ach so, du möchtest wohl, dass ich dir helfe? Gleich fertig. Nur noch das Teil hierhin. Siehst du? Oh, was für eine wunderschöne Uhr das ist. Ist das dein Werk? Ach, ich weiß zwar, wie man Uhren baut, aber ich weiß gar nichts darüber, wie man Affen versteht. Aber gib in Zukunft besser Acht. Zeit ist ein sehr wertvoller Schatz. Kompass! Weißt du nicht mehr, was ich dir über Tauben im Haus gesagt habe, Coco? Ach, das macht doch nichts. Zeigst du ihr meine Uhr? Na dann mal los. Coco, du hast nicht zufälligerweise was mit dem Werkzeug angestellt?